So, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Wir sind wieder im Lackierbetrieb Rademacher GmbH und heute geht's weiter. Der zweite Part des Autos wird lackiert. Das bedeutet Heckwanne, Kotflügel, B-Säule, Türen, Motorhaube und so weiter. All das, was wir im letzten Zuge nicht geschafft haben, kommt heute unter den Lackierhammer und kriegt die neue Farbe, sodass wir das Auto dann in Zukunft schön wieder zusammenbauen können. Hier sind auch schon alle motiviert. Wir haben ein bisschen Frühstück eingepackt, Kaffee gibt's und ich würde sagen, wir starten jetzt mal ordentlich in den Tag hier rein. So, Step 1 heißt jetzt natürlich erstmal wieder schleifen, alles ordentlich sauber machen, alles runter, was da irgendwie drauf ist, um dann die Teile zu lackieren. Und genau das werden wir jetzt machen. Beim Schleifen gibt es eigentlich keine großen Herausforderungen. Klar, man braucht einen Exzenterschleifer, weil man sonst die Fläche nicht ordentlich abschleift, beziehungsweise man irgendwo Dellen reinschleift und so weiter. Das will man natürlich nicht. Und wir werden die ganzen Korrosionen, die durch die Alu-Stahl-Geschichte, die bei dem Defender halt einfach überall vorkommt, werden wir soweit es geht und bestmöglich entfernen und runter machen, sodass das im Nachhinein hoffentlich nicht mehr ganz so schnell korrodiert. Ganz drumherum kommt man ja leider nicht, ne? So, was? Also gerade sagst du mir, ich soll das erklären, ja, okay, und dann nimmt er mir das Wort. Also wir machen jetzt das Anschleifen und zwar ist das einmal mit dem 500er oder 600er Schleifpapier und vorher, also gröbere Stellen, wo zum Beispiel Rost ist oder auch Dellen, die machen wir mit dem 320er. Schleifen ist so medium geil, gibt auf jeden Fall geile Aufgaben, aber man muss es halt ordentlich und gründlich machen, da dann der Lack am besten drauf haftet. Beziehungsweise ohne Schleifen würde er, glaube ich, nur so semi drauf haften, was man dann später merkt, wenn man irgendwo an einem Busch vorbeifährt oder sonst was und sich die ganze Kacke darunter kratzt. Aber geil ist es nicht. Darf man da vielleicht auch nicht so geil aufdrücken? Genau, sonst machst du ja zu viel von dem grünen. Ja, genau. Das Werkzeug arbeiten lassen, das ist wichtig. Genau, nicht mit Druck. Und nicht selber so viel arbeiten, ja. Weißt du? Du hast schon so ein gutes Werkzeug, brauchst du nicht selber so viel ackern. Diese Bürste, zeig mal kurz. Erklär mal, was das ist. Die ist perfekt für Aluminium, weil die nicht das Aluminium wegschabt, sondern nur die Reste, die oben drauf sind. Gummi war das, ne? Genau, richtig. Hartgummi, und damit kann man diese... Damit kannst du einfach runter machen. Gucke. Ich ganz gleich. Du machst einen kurzen Prozess. Und wisst ihr, was richtig geil ist? Dass wir das alles sonst per Hand gemacht haben und das echt eine Scheißarbeit war. So, da ich zu faul war, die Fensterscheiben rauszunehmen aus den Türen, haben wir angefangen, die Türen jetzt abzukleben und die Fensterscheiben dann abzukleben, was alles gar nicht so einfach ist, aber die Lackierprofis hier, die haben es drauf, die wissen, wie man so eine Tür und so ein Fenster vor allem so abklebt, dass dann im Nachhinein gar kein Nebel mehr irgendwie auf der Scheibe ist und so weiter. Viel, was lackiert werden muss. Wir schaffen es heute nicht. Ja. Nö, ich bin nicht traurig, aber ich hätte natürlich gerne alles fertig zu Hause, da ich sonst immer auf den Lackierer warten muss, bis es da weitergeht. Genau.
So, es ist geschafft. Alle Teile sind geschliffen. Jetzt geht's ab, Marc, ne? Sauber machen? Genau, sauber machen und dann kommt da endlich Farbe drauf. Endlich, wird auch Zeit. Dauert dann doch immer länger als gedacht. Aber ja, das Lackieren ist. Was denkst du, wie lange brauchst du für die Teile? 2 Stunden für alles. Lackieren? Für alles, ja. Für alles dann. Ja. Gut, und wir schaffen heute nicht mehr alles, sondern machen Türen und so weiter dann im nächsten Step irgendwann. Aber es wird geil aussehen. Das ist das Wichtigste. Es wird richtig gut aussehen, wenn alles fertig ist. Vor allem, wir haben jetzt so geplant, dass ich dann wieder anfangen kann, das Auto Step für Step zusammenzubauen. Also schon mal die Heckwanne wieder draufsetzen kann, die Cappings zurückbaue und. Dass man das schon mal machen kann. Und dann geht's hier weiter. So, Marc rührt hier hinter mir die Grundierung gerade an. Nebenbei fährt die Kabine hoch auf 30 Grad, sagst du, ne? 30 Grad und dann geht's los. Bei der Grundierung was zu beachten? Du darfst einfach nur nicht zu viel von den Zusatzmitteln da reinmachen, also von den Aktivatoren und Härtern. Weil? Es kann Kocher geben. Die Oberfläche, die wird zu schnell dicht. Also die macht zu schnell dicht. Und dann kommen die Lösemittel nicht mehr raus und dann kann es Kocher geben. Gerade wurde nochmal Klarlack drauf gemacht. Das Ganze wird jetzt hier bis Montag, also heute ist Samstag, ne, bis Montag stehen und dann können wir das abholen, damit der Lack erstmal ein bisschen aushärten kann, bevor wir damit irgendwie hier eine Weltgeschichte machen. Und jo, ich würde sagen, sehen uns dann Montag wieder. So, moin moin, liebe Leute, ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir werden uns jetzt auf den Weg zum Lackierer machen und da die Bauteile abholen, die wir am Samstag alle lackiert haben. Also es ist Montag, 7 Uhr. Ich werde mir jetzt hier den Hänger schnappen, da ordentlich Pappe und Verpackungsmaterial mit draufwerfen, was wir dann alles mitnehmen, um die Teile auch heile nach Hause zu bekommen, ohne irgendwelche Ditcher, Stellen oder sonst was. In dem Sinne sehen wir uns gleich beim Lackierer. Leider haben wir nicht alles geschafft zu lackieren. Ein bisschen ärgerlich, da ich schon eigentlich gerne alles fertig bekommen hätte, aber gut, kann man nicht ändern, ne? Es geht nicht immer alles so schnell, wie man sich das im Kopf ausmalt. Also, let's go! Wie ihr seht, ist die Motorhaube wieder drauf. Dazu kommt aber nächste Woche Sonntag um 18 Uhr eine neue Folge hier auf dem SysBDX YouTube-Kanal online. Falls euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, ein Daumen nach oben zu geben und einen Kommentar zu schreiben. Das freue ich mich oder darüber freue ich mich. Der YouTube-Algorithmus freut sich ebenso und das hilft uns dabei, den ganzen Kanal hier zum Wachsen zu bringen. Falls ihr Bock auf mehr habt, wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe wirklich, euch hat das Video gefallen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr. Da kommt nämlich hier eine neue Folge online. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich nach Hause, frühstücken und dann geht's weiter mit Schrauben. Ein Angebot der Audi Leasing. Erlebe eine
nach deinem Geschmack zum besten Preis mit Apple.